Ja, hallo wieder einmal an dieser Stelle. Uiuiui. Es regnet und es ist aber nicht Nacht, oder? Du kannst ja nachts schlafen? Ich guck mal kurz nach, wie spät es ist. Ja, es ist früh am Morgen, aber so mit dem Regen macht das relativ wenig Sinn, jetzt rauszugehen. Das ist praktisch glatter Selbstmord, ne? Wenn man das so nennen möchte. Ich sehe jetzt hier auch keine Gegner aktuell. Also noch sind keine gespawnt. ist so geil. es ist so cool, wenn jemand nicht richtig zuhört oder anscheinend nur sehr sporadisch guckt und dann Fragen stellt, die sich eigentlich gar nicht ergeben normalerweise. Denn es wurde gefragt, ob, oder anders, also es wurde gefragt, warum ich denn mit dem Bahnhof anfange, wenn die Arena doch noch längst nicht fertig ist. An dieser Stelle möchte ich empfehlen, bitte schauen Sie sich die letzten ca. 10 Folgen an. Dort wird dieses Thema öfters thematisiert und genauer erörtert. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das, also falls eine andere der Meinung ist, er müsste das demjenigen erklären oder er möchte das tun, kann er das gerne machen. Ich an der Stelle verweise einfach auf die Videos. Sehr sehenswert übrigens. Und da wird es auch genau erklärt. Warum, wieso, weshalb. So, einer wird dann mal da hinten hinlatschen. Ich versuche einfach mal mein Glück in der Hoffnung, dass nicht so viel Getier spawnt. Und vielleicht es gleich wieder Tag wird. Ich habe übrigens offscreen kurz nochmal rumexperimentiert. Ich habe es nicht geschafft, auf die Xbox zu gucken. Ich habe es aber noch nicht ganz hingekriegt, aber ich bin ziemlich nah dran und ich glaube, mich zu erinnern, wie das Ganze denn funktioniert hat. So ungefähr. Wenn ich jetzt einfach nur sehr, sehr gerne wieder vernünftiges Wetter haben möchte. Ist es denn so viel verlangt, vernünftiges Wetter zu haben? Anscheinend schon. Denn wir können uns jetzt eigentlich nicht wirklich dahin begeben, das ist zu unsicher. Wir sehen hier, ne, die Schaltung habe ich ein bisschen umgeändert. Regnet das, was im Schlamm und die Balle ein bisschen Holz. Das ist jetzt egal und wir brauchen eh ein bisschen Holz. Von daher machen wir einfach mal das jetzt. So lange, bis der Regen aufhört. Ja, aktuell Gamescom ist ja noch so am Laufen. Ne, und es gibt ja nicht so viel Neues. Also, was ich mich dieses Jahr mal ein weiteres Mal gefragt habe, ist einfach, warum macht man das so, dass man da Demos zeigt, spielbare, die man auch antesten kann zu den einzelnen Spielen, aber wieso bringt man das dann nicht für die Konsole raus? Ja, also ich hätte zum Beispiel super gerne hier auf der Konsole Sunset Overdrive angetestet. Gut, es ist klar, einerseits, weil sonst niemand mehr zu so einer Messe geht, aber man kann die Demo ja 2-3 Tage versetzt rausbringen, was weiß ich, Demo, also praktisch ist es letzter Messetag und am letzten Messetag, so circa, so was weiß ich, zur Halbzeit kommen dann die ganzen Demos raus. Da kann man sich die Schnieke zu Hause runter oder nach dem letzten Messetag, ja, am nächsten Tag. Da muss man leiser machen, das ist im Mond. Okay, viel zu laut gewesen hier gerade. Ne, also man kann dann praktisch am Tag danach sich die ganzen Sachen runterladen, ja, und halt austesten. Das finde ich schade, warum macht man das nicht? Ich hätte da super, super geil Bock drauf. Definitiv ist Sunset Overdrive für mich einer der Must-Have-Titel. Genauso wie das neue Tomb Raider und ein, zwei andere Sachen auch noch. Master Chief Collection, klar, auf jeden Fall. Ah, da gibt es so viel, was man sich bestellen muss und so viel Geld, wie das alles kostet. Das ist der Wahnsinn. Ich frage mich, wie man das alles machen soll. Es ist echt ein Batzen, was da anfällt. Aber naja, wir gucken mal. Das Schlimme ist ja auch, also ich muss sagen, das ist jetzt in Zeiten, dadurch, dass alles jetzt online-mäßig ist, noch schlimmer geworden, als es früher war. Aber jetzt ist es ja so, durch dieses alles online und sonst sowas Gedöns, sind die Spiele meist nur noch sehr, sehr schwer spielbar, wenn man sie sich dann später holt als zum Release. Ich erinnere mich da so ein paar Spiele, die waren echt super geil. Die hat man sich dann so ein halbes Jahr nach Release geholt. Allerdings waren die nicht so Mainstream. Keiner mehr gespielt hat nach einem halben Jahr. Und dann hing man da und hatte niemanden mehr, mit dem man das online spielen konnte. Das war echt mega, mega ärgerlich. Ja, oder die Leute waren einfach so weit fortgeschritten vom Gameplay her und von den Leveln, dass man gar keine Chance mehr hatte als Einsteiger.
Das war echt krass. So, jetzt hoffe ich eigentlich, dass der Regen mal aufhört. Und das nervt schon so ein bisschen. Wir könnten ein bisschen Pferdewurst machen ansonsten. Alternativ. Oder wir hacken hier noch ein paar Bäume weg. Die stehen sowieso im Weg. Okay, nee, der Baum. Los, her damit. So, den. Vielleicht noch ein paar mehr Äpfel. Können wir Apfelkuchen machen oder sowas. Ich habe schon überlegt, das ist mir jetzt gestern so 7 Tage eingefallen. Da dachte ich so, Mensch, es gibt doch mittlerweile diese Strohballen. Ja, also man kann ja Getreide, was man hat, so eine Art Strohballen zusammenfassen. Und dann habe ich überlegt, Mensch, warum macht man denn nicht damit mal ein Dach von einem Haus? Ja, wenn man schon so ein mittelalterliches Haus macht, von so einem Bauern oder sowas, dann würde sich das eigentlich total anbieten, mal damit ein Dach zu machen. Wir werden das beim nächsten Mal testen. Ich habe da schon ungefähr Ahnung, wo man so ein Bauernhäuschen hin könnte. Mehr so eine Art von einer Fischerhütte fast. Das werden wir dann mal probieren. Ach, komm, nehmen wir den auch mit. Ein bisschen helles Holz kann nicht schaden. Brauchen wir eh massenhaft. Und ich glaube, ich habe hier Kohle entdeckt. Ach, ist das wieder schade. Haben wir noch echt Kohle entdeckt? Ach, ist das ein Graus. Ist das echt so schlimm mit uns? Immer diese ganzen tollen, wertvollen Ressourcen, die uns Erfahrungspunkte geben. Ist das nicht schrecklich? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja nur am Kotzen. Ja. Das ist so... Das macht schon gar keinen Spaß mehr. So toll ist das. ein paar Fackeln wären, glaube ich, nicht schlecht. Und es ist gerade heller geworden. Entweder ist es heller geworden. Nee, ich höre es immer noch regnen. Es regnet immer noch. Ich hatte schon fast gedacht, der Regen würde aufhören. Tja, aber leider ist es nicht. Es ist echt mega, mega ärgerlich. Denn wenn ich mich dann in die Nähe bewege, ich weiß hundertprozentig, dass dann ein Gegner spawnt. Bisher hatten wir Glück, anscheinend ist es nicht passiert. Aber dann tun sie es auf jeden Fall. Was hat das denn jetzt? Jetzt hat irgendwas gerumst hier. Irgendwas. Wahrscheinlich sind die nervtötenden Nachbarn wieder. Meine Nachbarn sind nämlich sowas von leiser. Also ich muss sagen, sie sind leiser als die mit der Bohrmaschine. Allerdings sind sie stimmlich. Das sind ja alles hier Reihenhäuser, ja. Ich habe so ein Reihenmittelhaus, in dem ich hier wohne. Und drumherum gibt es so einen Nachbarn. Die sind stimmlich so laut, dass man sie trotz des krassen Mauerwerks, was zwischen uns und dem Nachbarhaus ist, hört. Und zwar recht, also nicht so gut, dass man jedes einzelne Wort versteht, aber es ist eine Tonhöhe dort im Gebrauch, sagen wir es jetzt mal. Ich versuche gerade echt zwanghaft mit auszudrücken, im Gebrauch, ja, die wirklich Glas zersplittern lässt. Es ist kein Scheiß, also... Das ist der Wahnsinn. Also ich habe noch nie jemanden so schrill reden hören. Und schlimm ist es natürlich, wenn solche Personen sich dann auch noch freuen über gewisse Sachen. Ja, das ist dann natürlich das Schrill-Maximum, ja, die Schrilltase, wenn man das so nennen möchte. Es ist grausam. Und die sind halt, ich weiß nicht, ob man da in Zelten groß geworden ist und halt immer so die Sandsäcke vor dem Zelt zuschmeißt, also mit Sandsäcken das Zelt zugeschmissen hat, damit halt der Wind nicht so reinpustete nachts und man deshalb einfach die Türen hier zuschmeißt. Ich weiß es nicht. Vielleicht steht man drauf, wenn es da richtig Wumms macht, ja, weil sonst nichts mehr Wumms macht. Ich weiß es nicht. Es ist echt rätselhaft. Auf jeden Fall ist es verdammt nervig. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel abends sitze, tagsüber merke ich das nicht so, wenn ich hier sitze, irgendwie was mache. Aber wenn ich dann abends hier sitze, Kopfhörer auf und meine Aufnahme mache, dann ist es wirklich so, dann kriegt man drumherum eigentlich diese dumpfen Sachen noch viel, viel mehr mit. Ja, das nervt einfach nur. Ja, geil ist es dann, wenn nebenbei wieder geschrien wird, einfach nur, weil man sich gerne lieb hat. Weil irgendwer irgendwen aussperrt. Es ist echt so geil. Es ist die Härte. So, gut. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar bin ich jetzt soweit. Genau, das ist soweit in Ordnung. Hier funktioniert noch nichts. Okay, gut. Das ist eigentlich soweit okay. Jetzt ist die Sache, das musste, glaube ich, konträr laufen. Ich habe hier vorne, bin ich der Meinung, das ganze Signal schon mal umgewandelt. Nee, habe ich nicht. Okay. Muss es aber eigentlich umwandeln, denn das heißt, das darf jetzt eigentlich gar kein Signal haben. Das kommt hier danach. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen das hier einmal wegnehmen. So. Kurz ein bisschen rumbasteln.
Ich bin noch echt am Überlegen, ob das wirklich richtig war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist halt einfach zu lange her und ich habe jetzt halt, wie gesagt, nicht die Zeit gehabt, das Ganze zu testen. Es nervt mich ein ganz klein wenig. Ich mag sowas gar nicht, aber nun gut, was willst du machen, ne? So. Achso, halt, warte. Das muss, glaube ich, noch anders sein. Wir müssen das, glaube ich, komplett mal ummodeln, dass ich das vernünftig hinsetzen kann. Also einmal die Erde. Da, genau. So. Machen das Ganze mal vernünftig. Und zwar kommt dann das hier und das. Genau, so, das geht dahin. Und das, ach, seht ihr hier dieses doofe Gras, ne? So, und dann geht das hier hin. Das heißt, weg. Na gut, das hier kann auch weg zur Not. Das können wir dann gleich alles anders setzen. So. Das ist alles so ein Mist, wenn man das nicht mehr ganz auf dem Schirm hat und das dann versucht, so vor seinem geistigen Auge zu rekonstruieren. Ja, alles nicht so einfach. So, gut. Okay. Das muss ich mal schauen. Wenn ich das jetzt hier so mache. Genau. Verdammt, das muss schon so laufen. Das heißt, das hier muss anders sein. Das heißt, das muss dann doch noch eins weiter zurück. Weil das sonst gar nicht passt. Genau, so. Und dann... Ja, das kriegen wir auch gleich hin, weil das Signal kommt ja hier an. So, es geht da rein und dann geht's hier zu dem Repeater. Das ging an der Xbox nicht, aber das geht hier. So. Schön Verzögerung reinsetzen. Okay. Gut, das heißt, das hat jetzt kein Signal. Aber während das jetzt gleich zurückgeht, bekommt der andere da hinten ein Signal. Das hat den Cosmo jetzt gerade schon wieder. Das ist jetzt irgendwie doof, weil der müsste jetzt ein Signal... Eigentlich muss das genau umgekehrt sein, dass wenn... Warte mal. Er bekommt jetzt diesen Mega-Mini-Impuls, ja? Das heißt... Er hat jetzt ein Dauersignal, ist ausgefahren und wenn wir das jetzt wegnehmen, dann wird das Signal einfach einmal kurz weggenommen und in der Zeit muss der hier ausfahren. Das heißt, wir gucken mal, ob da überhaupt sich was ändert. Nee, da ändert sich mal gar nichts. Mal gucken, es muss nämlich eigentlich hier kurz an und ausgehen. Ja, es ist kurz, aber es ist... verdammt, ich kann das hier nicht richtig sehen. Also so nicht. Ah, da sehen wir es, ne? Wenn er dann praktisch kurz zurückgeht, dann kommt das an. Das heißt, ich werde hier mal eine Verzögerung einsetzen. Gucken, ob das dann funktioniert. Ja, jetzt hätte er eigentlich ausfahren müssen. Es war mehr als genug Zeit. Okay, das heißt, dann setzen wir das hier nochmal eins höher, die Verzögerung. Das ist natürlich durch den Weg, den das ganze Signal zurücklegen muss, ein bisschen langwierig. Ja, warum schiebt der denn nicht? Wann kommt denn das an? Wir müssen mal gucken, oder? So. Ja, das Signal muss hier doch noch weiter verzögert werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend. Mist, ja, das heißt für mich, ich muss das ganze Signal dann einfach hier außen 1, 2, 3 lang verlegen. Dass ich hier lang. So. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich auch schnell hier weg. Ich hoffe, ich schaff's noch rechtzeitig. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, musste ganz kurz unterbrechen. Gab da was Wichtiges. So, ich hoffe, hier ist alles safe. Ja, sieht so aus. Okay. Sehr gut. Okidoki. Cosmo, leg dich einfach hin und schlaf. Das ist sogar er maunzt. Ja, er maunzt die Stelle an, wo er sich hinlegt zum Schlafen. Maunzt dann die ganze Zeit, legt sich hin und maunzt. Und dann maunzt und maunzt und maunzt, Mann. Ihr hört es ja. Es ist echt, gerade abends, wenn man sich dann ins Bett legt, mega nervig. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut geht mit ihm.
und mit der anderen, weil Wanda jetzt so komische Anwandlungen gezeigt hat, dass sie nur noch faucht. Also ist egal wen, sie faucht einfach nur noch jeden an und kratzt und beißt. Das ist echt sogar, man will sie füttern, man hat ein Leckerli in der Hand, ja, steht vor ihr so, na, ne, und hört das hin, so, na, hier komm, willst du? Und dann faucht die einen an und wenn man ihr dann das Leckerli so davor, sie sitzt so vor einem, ne, und dann faucht und dann denkt man sich, okay, pass auf, dann lege ich sie halt hin, dann will man das Leckerli hinlegen, dann schnappt sie nach einem und versucht einen zu kratzen. Und da bin ich mal gar kein Freund von. Also da gibt's bei mir ganz, ganz schnell ganz, ganz klare Worte. Und wenn sich das nicht bessert, dann weiß ich ganz, ganz schnell, dass ich diese Katze nicht behalten werde. Weil das geht mir dann zu sehr auf den Zeiger. Und dafür habe ich mir keine Katze geholt, dass ich mich anfauchen lassen muss von irgend so einem Viech. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Also ich mag die beiden. Also ich finde sie auch echt toll, aber das geht dann doch irgendwo zu weit. Das muss man sich nicht gefallen lassen, finde ich jetzt persönlich. So. Machen wir einfach mal hier volle Verzögerung. Genau, ich glaube bei dem anderen. So, und jetzt? Ja, also volle Verzögerung ist doof. Wir dürfen keine Verzögerung haben, gerade mal so festgestellt. Das heißt, dann halt doch so. Und dann gar keine Verzögerung, okay. Das ist natürlich jetzt doof, aber warum? Warum war das denn eben? Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Aha, okay, gut. Jetzt ist nur die Sache, das muss dann anbleiben. Das Signal muss anbleiben. Das ist so sowas von klar. Das heißt, wir müssen das Signal irgendwo umwandeln. Würde ich fast sagen, bietet sich hier an. Das heißt, wir machen praktisch einen manuellen Repeater, der das Signal aber umwandelt, also umkehrt. So, das heißt, sie müsste jetzt eigentlich auf... Ne, wir müssen das Signal hier danach umwandeln. Das davor macht gar keinen Sinn. Warte mal. So. Genau. Weil wir brauchen hier nochmal was dazwischen. So. Dementsprechend... Warte, Moment. Das ist doch... Jetzt wird es natürlich wieder tricky. So, warte mal. Ist hier... So, genau. Ah ja. Nee, das Signal soll ja angehen. Aber das Signal ist nur an, wenn das hier aus ist. Genau, so. So ist es jetzt richtig. Das funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müsste es eigentlich weggehen. Ne? Also wenn wir das jetzt machen, sollte das Signal weggehen. Das tut es jetzt noch nicht. Weil so fährt das hin, ja, das ist okay. Aber hier passiert nichts an der Stelle. Jetzt muss ich mal gucken, was passiert denn hier links, wenn man den an die einen... Also so. Genau, das ist richtig. Und dann? Passiert nichts. Das ist natürlich jetzt komisch. Hier geht kein Signal hin, das ist richtig. Wir wollen auch, dass das Signal eigentlich weggeht. Das Signal soll weggehen, wenn wir das jetzt umlegen. Das heißt... Das Signal geht hier weg, hier kommt ein kurzer Impuls, aber der ist anscheinend zu kurz, als dass es dann funktioniert. Und hier fehlt dann dementsprechend diese Schnittstelle, so wie es aussieht dazwischen. Das heißt, wir müssen das Ganze hier auch nochmal umbauen, wenn ich das jetzt so sehe. Das ist natürlich jetzt problematisch. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich hoffe mal, dass das Signal weit genug reicht. Ey, ganz ehrlich, ich habe doch einen Sockenschuss, ja. Hassen sich beide wie die Pest. Ja, weil es ist echt so krass. Einer hasst den anderen noch mehr als sonst was. Keiner gönnt dem anderen sein Futter. Keiner möchte, dass der andere schläft. Man schlägt sich, beißt sich, sonst wie. Das ist echt mega, mega heftig. Okay, das Signal reicht weit genug. Sehr schön. Gut, weil dann setze ich nämlich den Repeater einfach hier hin. So, und dann... kann ich das alles hier gepflegt umbasteln. Jetzt setzen wir das mal auf eine Ebene. So. Das sind zwei Arschkrampen, die Katzen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich Biber geholt. So. Ganz ehrlich, Felix war da ein bisschen pflegeleichter. So, okay, jetzt haben wir das. Und der hier hin.
Dann kommt das Ganze so und so und dann hier dementsprechend halt kommt der und der. So, okay, gut, das ist soweit in Ordnung. Gucken wir mal. Na, jetzt gibt's. Ah, genau, ne, halt. So, da soll das sein. Gucken wir mal nach. Ja, hier ändert sich nichts, ne, wenn ich das hier sehe. Wenn ich das hier. Hier ist das Signal kurz, ne, und dann. Irgendwann muss doch mal gut sein. Ach, schrecklich. Katzen. Genau. Ah, okay. Jetzt muss er dann rein theoretisch aber ausgezogen bleiben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das dann auch hier so machen müssen. Denn jetzt ist jetzt zwar das Signal an, er wird ausgeschoben. Aber warum bleibt er denn dann so? Das verstehe ich nicht. Weil bei eingehendem Signal müsste er ausgeschoben sein. Und hier passiert jetzt nichts. Das ist auch so seltsam. Eigentlich muss sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen was passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wollt noch mehr orkische Abenteuer erleben? Dann klickt euch hier durch die Playlists. Oder aber ihr möchtet den Ork einmal ganz privat erleben, dann folgt mir bei meinem täglichen Vlog.